Es steht in dem Fenster der Menschheit zur Schau eine magere Frau, unbeweglich. Es hat zum Kostüm ihr der Stoff nicht gereicht. Was oben sie zeigt, ist recht kläglich. Sie kann sich nicht brüsten, sie hat keine Brust. Ein Leibchen ist Hülle des Leibes. Sie hat keine Hüften, sie hat keine Lust. Dieser Restbestand eines Weibes. Sie spreizt ihre Arme, sie dreht sich im Kreis. Was will sie, was hat sie, was kann sie? Wer weiß? Wer ist dieses Ausrufungszeichen der Not? Welch Abgesandter vom Tode? Man weiß nicht, ist es der Hungertod oder die neueste Linie der Mode? Es rast ein Auto durch dick und durch dünn, erleuchtet von außen, von innen. Das Auto, das rast um Saisonbeginn, doch sitzt kein Fahrgast darinnen. Es hält vom Theater dem modischen Haus, man wittert schon rings die Reklame. Ein Fahrgast, so gut als wie nichts, steigt heraus. Dieses Nichts, das war eine Dame. Sie spreizt ihre Arme, sie dreht sich im Kreis. Was will sie, was hat sie, was kann sie? Wer weiß? Wer ist dieses Ausrufungszeichen der Not? Welch Abgesandter vom Tode? Die Dame, das ist der Geistestod, genannt auch die Muse der Mode. Eine vornehme Frau trägt zum Markt ihre Haut. Sie leistet sich leicht, das zu bieten. Die Mode, die hat sie der Halbwelt geklaut. Sehr viel ist da nicht zu vermieten. Doch denkt sie geschäftlich mit häuslichem Geist, man muss sich mit Liebe ergänzen. Man hat dieses Vorrecht, damit man beweist, dass selbst jede Vornehmheit Grenzen. Sie spreizt ihre Arme, sie dreht sich im Kreis. Was will sie, was hat sie, was kann sie? Wer weiß? Wer ist dieses Ausrufungszeichen der Not? Welch Abgesandter vom Tode? Man weiß nicht, ist es der Liebestod oder die schickeste Schicksal?